Ey. Was machst du hier noch? Wir sollten weg. Ja, wohin denn? Rechts um. Okay. Durch die große Tür. Das ist einfach so krass, wie ich hier lang fliege, ne? Ja. Bridge oder wohin? Gib her, nee. Nein, das gebe ich nicht her. Ah. Dann speichere ich jetzt auch nicht. Das ist deine Zeit, nicht meine. Doch, dann auch. Weil du da mehr zum Interpolieren hast. Worauf nimmst du Technik, ne? Reaktor, ja. Und neu laden. Geil. Siehst du? Hätte ich jetzt nicht gespeichert, hättest du viel länger laden müssen. Was keinen Unterschied macht. Weil du hast ja gespeichert. Ja. Das ist immer das zweite Mal, dass du drin bleiben kannst, ha? Ja, muss auch sein. Das erste Mal registriert er mich selbst nicht. Aus irgendeinem Grund. Naja. Der da war's. Wenn mach ich das gleich nochmal. Weil wenn ich jetzt noch schräg laufe, ne? Genau. Nein! Wir hatten mehrere Runfest. Du hast einfach keins mitgenommen. Ja, hast toll gemacht. Ja, das ist praktisch die Tempospritze auf dauerhaft. Mhm. Wo bist du? Ach, da lang. Die Pflanze klingt so gesund. Hast du eine Tempospritze noch da? Nein. Keine einzige mehr? Wir hatten, glaube ich, überhaupt keine. Warte, nee? Das ist Stärke. Psi, Tempo sind blau. Ballung und so weiter. Nee, haben wir nichts. Das wäre es gewesen, wenn sich das decken würde. Tempospritze und dieses Modul. Einfach. Da stirbst du aber sofort, wenn du in die Wand reinläufst. Tue ich auch so. Ansonsten. Ja. Das ist einfach zu schön. Du kannst ja auch ein zweites Runfast noch nehmen. Kann ich nicht, ich habe nur ein Implantat. Ja, du kannst aber einen zweiten Slot freischalten. Klar. Ich habe einfach Schaden gekriegt, weil die Tür nicht schnell genug geöffnet hat. Moment, ich drück das gleich, okay? Dann drück du. Wir wollen zu Technik. Du sollst abdrücken, du machst das gut. Ich weiß. Drücken ist meine geheime Leidenschaft. Ja. Vor was denn? Wie, wovor? Ja, wovor drückst du dich denn gerne? Vor Schock aufnehmen. Das kann ich bestätigen. Eben. Ja, wirst mal ganz runter, ne? Gut. Der einzige Ort, wo ich nämlich nicht hin muss. Ja. Nämlich muss ich hier hin. Auch nicht. Komm erstmal hoch, dann können wir zusammen gehen. Tue ich auch gerade. Ich denke jedes Mal aufs Neue, dass dieser eine Ausgang da der richtige ist, weil das Sinn machen würde, aber er tut es trotzdem nicht. Hep. Schau mal. Die spielen Pac-Man hier. Ist. Irgendwie. Ja. Oh, es blinkt grün. Das ist ein gutes Zeichen. Ramazug. Ich gehe da erstmal den anderen Weg lang, ne? Visuelle Bestätigung. Hier ist noch ein anderer deutscher Roboter. Moment, ich bin gleich da. Praxis, Aufnahme ich auch begonnen. Ungünstig kann man die Grube ja auch nicht platzieren, ha? Huh? Ja. Laufen. Was ist das? Milch. Yay. Verdorbene Milch. Wo ist er?
Da. In dem grünen Bereich hier. Jo, das ist ja praktisch derselbe wieder. Ja, das ist ein anderes Modell. Das ist auch ein Flieger. Hm? Wenn das doch derselbe ist, okay. Ich habe MP-Granaten, ich hau da mal eine rein. Jo, für das. Balance. Habe ich meinen Raumzug noch an? Ja, wunderbar. Hätte ich vielleicht vorher heilen sollen. Üppa. Nö. Und da sind 20 Naniten drin. Reaktorkontrolle, irgendwas. Der Code. Wie war der Code? Ach, bist du gerade beim Reaktor? Ja. Da brauche ich eigentlich einen Code für. Ah. Das war die Quiet Lock an. Naja. So, kurz aufheilen. Wieder hoch. So, nächste Tür. Ne, erstmal hier hinten lang. Was? Okay. Die Milch hält die Tür offen. Komm mal her. Ich seh's. Ich bin hier hinten drin eigentlich. Komm ich. Da habe ich gerade die Karte verwendet und bin hier durch. Mhm. Die kannst du nochmal hier. Jetzt kann ich ja das Brawn Boost wieder einsetzen. Kann ich auch wieder hier schön auf den Schraubstock wechseln. Ach, da kommen wir also raus. Nice. Gut. Dann Ausdruck ins Strahlungsgebiet. Jufa. Ich hab dann mal den einen Kerl aufgehalten, ne? Jo, machst du gut. Ein Sprengerkerl, der sonst dir gefolgt wäre. Jo, dafür folgt mir jetzt ein anderer Sprengerkerl. Hast du gut gemacht, danke. So. Was geht da drin so ab? Die andere Seite. Wie die andere Seite? Komm mal raus. Wieder da zum Reaktor selbst zurück. Ah, ja. Ah, und da einfach hoch und rum. Ja. Oh, dieses Leitersystem. Man muss immer springen, um von der Leiter runterzukommen, ne? Mhm. Ja, mit Schwung abspringen. Symmetrie. Was war das jetzt gerade? Das war einer von den Läufern, die hier gerade plötzlich rausgekommen sind. Achso. Ich habe übrigens irgendeine Zugangskarte aufgehoben, aber ich habe es nicht sehen können. Habe mich so sehr erschrocken. Vigoraptor. Mal kurz. EMP-Granate. Die ist schon längst am Laufen, die Aufnahme. Da ist der. Der war die ganze Zeit nicht sichtbar. Ist er plötzlich erschienen da, oder? Der hat sich einfach rumgedreht. Also ich hab den gerade eben nicht sehen können. Seltsam. Achso, ich bin hier im... Stimmt. Ist da das QBR blöd platziert. Wie komme ich zum Reaktor? Ach doch, da ja. Okay, ich hab's. Er scheint irgendwie explosionssicher zu sein. Das mag mir nicht gefallen. Machen im Anflug? Okay. Was? Wasser? Nichts, das ist jetzt. Der Roboter labert es komischen Kram. Ich hab nicht mehr. Ich habe immer noch meine EMP-Granate eigentlich, ne? Die ich hätte verwenden können, aber. Ist egal. Ja. Und alles letal. Das ist ein Sicherheitshelm und da ist noch ein Computerterminal. Okay, es gab doch glaube ich noch eine Tür, wo wir die Zugangskarte verbrauchten. Ja.
Ne, hier war der Übergang. Ja. Die Tür war aber nicht in dem Bereich hier. Lass mich kurz gucken, ich kann ja nachsehen, was für Zugangskarten wir haben. Ich habe eine Zugangskarte gefunden, gerade eben deswegen. Kryogenik, Wissenschaft, Medizin, Sicherheit, Frachtteile 1, 2, Crew, Reaktorkontrolle, Operationsmanuell, UNN-Sektor. Wird zwar auf dem Operationsdeck jetzt sein. Lass mal kurz stehen. So. Was war das jetzt? Antistrahlung. Ah, okay. Das heißt, wir müssen zum OP-Deck, oder wie? Mhm. Meinst du? Okay. Also glaube ich zumindest. Weißt du mal auf, vor dem auch wegzulaufen, bitte? Ich will dich nicht umsonst in den Kerl reinjagen. Danke. War es jetzt so schwer? Ja. Ich wäre daran gestorben. Läuft's. Ich habe leider keine Sachen, die dem Bericht direkt sehr viel Schaden machen. Du hast aber panzerbrechende Munition. Eben nicht mehr. Ich habe 6 Schuss davon. Reicht doch. Ich muss mal nachschauen, wie viel Schuss habe ich mittlerweile wieder. Hab sie lange genug nicht mehr eingesetzt. Ich habe wieder genug panzerbrechende Munition, okay. Na siehste. Speichern. Dann. Trotzdem. 5663, da. Fall, lass mal kurz gucken, ob wir nicht noch neue Aufträge haben. Aufträge? Wir sind Söldner. Ja. Goldfinger, das Versteck auf dem Ops-Deck. Ich überlege gerade eher, ob wir nochmal zu dem einen Deck wollen, wo die ganzen Upgrade-Module stehen. Die stehen auf jedem Deck. Echt? Mhm. Okay. Also zu Ops, wie es aussieht. Sag du. Lass mich erstmal wieder... Ja, ja. Die Eistee-Flasche wegstellen. Ja, ja. Ops hast du gesagt, ne? Ops, hm? Operation. Glaube ich zumindest. Läuft's? Ja. Ja. So. Frage ist jetzt, wo genau müssen wir hin? Weil eigentlich haben wir ja schon alles erkundet, soweit es geht. Ah, guck mal an. Ach du Heiliger. Hecken? Hier unten warten gerade plötzlich 2 Ninjas in einem engen Raum auf mich. Ah, oh, okay. Da konnte ich jetzt echt nichts mehr tun. Love me tender. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. War was? Mach das nie wieder. Ah, hier war das, glaube ich, genau. Hoppla. Ist ein bisschen als Overkill in Rater. Das musste schnell gehen, aber das war die erste Waffe, die ich ausgerüstet hatte. Ach so. Gut. Dann kam uns der Imperionat. Nein, das ist überhaupt nicht. Nun ja. Schön, wir haben nichts weiter zu tun momentan. Ich habe hier gerade noch 2 Grenadiere kaputt gemacht und davon wieder 6 Granaten gekriegt. Zwar normale, ja. Aber. Jungs, die EP-Granaten sind super. Würmchen. Bist du? Ich bin wieder zurückgegangen gerade. Wo, Würmchen? Hier, Würmchen. Wo? Gut. Ich habe gerade so viele Granaten, das ist ganz in Ordnung. Okay. Lock, okay. Naniten, nicht Naniten, sondern Dingsbums. Hack 3. Hier im zweiten Tisch. Ja, das habe ich schon, muss ich nachschauen. Hatte ich nicht. Was ist denn?
Also dann, Lock. Ladies, as you are probably already aware, Michael Carver was transferred to the colony at his own request. So, may I ask you to get back to work and to refrain from all private disputes in the future. At the end of my tether, and if you don't pull yourselves together, I'm going to make sure that you both get the sack. I hope I've made myself perfectly clear. Okay. Scheint also ein Frauenheld gewesen zu sein, der Karl. Willst du einen riesig langen Bleistift? Wo? Auf dem Boden. Da liegen einige. Ja, so riesig lang ist er jetzt auch wieder nicht. Auch lang genug. Naja. Für einen Bleistift? Boah. Wenn du dir mal die Standard-IKEA-Bleistifte anschaust? Ja. Oh, nein. EMP, 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 EMP. Ah. Nice. Der ist auch explosionssicher. Hackt's denn? Ich find's aber einfach schön, wie ich die Granate theoretisch abgefeuert habe, aber er es praktisch nicht gemerkt hat. Beziehungsweise wie sie praktisch einfach nicht mehr registriert wurde.